Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Heute gibt es mal anderes Gameplay als den Story Mode bisher. Wir werden auch nicht gegen Computer kämpfen, hatte ich auch schon ein Video, aber ehrlich gesagt nicht so toll. Heute trainieren wir Amiibo. Ich würde sagen, den machen wir zum Schluss, der ist nämlich auf 1. Der hier nähert sich der 50. Wir legen los mit Bowser, dem Bowser. Das größte Problem bei all meinen Amiibo ist, bei manchen sind die Werte vielleicht nicht sinnvoll geboostet, aber auf jeden Fall sind bei allen die Werte fucking hoch geboostet. Das heißt, man will nicht von dem... Ah, der lernt von mir, das stimmt. Okay. Scheiße, irgendwas hab ich bei dem definitiv falsch gemacht. Seht ihr da... Oh. Ja, und ich denke, an dem Damage sieht man das Problem an diesem Amiibo. Die Attacke war nicht aufgeladen oder so. Und er hat mir 50 Damage... Er gesagt, 42 Damage gemacht. Ich habe insgesamt hier gerade 6 Amiibo rumliegen. Einer davon ist Maxed Level und der hier ist eben dann der höchste, der noch nicht Maxed ist. Und ich werde heute einfach ein bisschen trainieren. Wie hat das gehittet? Trainieren und am Ende auch für ein bisschen Salt bereit machen, wenn ich versuche, meinen 50er zu besiegen. Der ist aber echt. Das kann ich gleich ankündigen. Ich rechne nicht damit, ihn zu besiegen. Der ist sowas von broken. Und das hat gerade 80 Damage gemacht. Mein stärkster Amiibo ist so übertrieben broken. Das glaubt man nicht. Ich habe irgendwie, als der auf Level 50 war, habe ich es einmal geschafft, ihn zu besiegen. Und dafür habe ich auch irgendwie 2,5 Stunden und am Ende eine richtige Scheiße mit Gendorf gebraucht. Wirklich, Level scheint er hier nicht zu generieren. Na dann, machen wir noch eine Runde. Character immer mal wieder durchwechseln ist auch gut, wenn man trainieren will. Das Problem ist, Bowser ist immer voll stark und ich weiß jetzt schon, ich werde jetzt allein schon dabei, diesen Computer, Amiibo, ein bisschen zu trainieren. Allein dabei werde ich so gut wie alles verlieren. Okay, das war ein ganz guter Beginn. Das Problem ist, ich will jetzt garantiert nicht getroffen werden. Okay, sehr schön. Aua. Okay, Schild mit einem Hit weg. Das ist natürlich nicht das Praktischste. Hoch mit dir, DDD. Oh, das war ein schöner Hit. Hätte er mich getroffen, wäre ich auf jeden Fall tot. Da kriegt er auf die Schnauze. Junge, kann der vielleicht mein Schild noch mehr... Ah, er hat ein Level-Up bekommen, Leute. Es ist für Amiibo sehr gut, mit verschiedenen Charakteren gegen sie zu kämpfen. Auch da ist sie so, warum versuche ich überhaupt noch zu shielden? Der bricht ja mein Schild sowieso mit einem One. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, den mit Schild abzuwehren. Es hat perfekte Schilde. Ja, und die kann ich auch so gut. Was halt die Sache ist, ich glaube, ich habe diesen Bowser wirklich auch noch erhöhte dem reingedrückt, dass Schilde von Gegnern schneller kaputt gehen. Aber das rettet ihn auch nicht vor meinem Meteorangriff. Ja, ihr seht schon, was hier noch bei rumkommt.
Am meisten gespannt bin ich wirklich auf ein Amiibo, der gehört eigentlich meinem Bruder, der hier ja gerade auch im Raum war. Der ist halt auf Level 1. Der wird wirklich von vornherein durchtrainiert. Ich glaube, die Werteverteilung bei dem ist ganz gut geworden. Aber jetzt erstmal ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir den wirklich bis Level 50 pushen werden, weil das wird wirklich eine Weile dauern und ich habe hier noch ein paar andere rumfliegen. Aber... das Traurige ist, gegen diesen Bossa-Amiibo macht sogar ein Gendorf keinen Schaden gefühlt. Also im Vergleich. Oh nein! Und das Telefon. Okay, das hat geklappt. Okay, es wäre dran gegangen. Ich dachte kurz, ich lande jetzt wirklich ans Telefon, weil die anderen alle wieder irgendwas Besseres zu... Oh! Ich sag euch, von der Side A, von diesem Bowser will man nicht gehittet werden. Nein! Und deswegen versucht man am besten gar nicht, ihn, wenn man keine Projektile hat, zu punishen, während er die auflädt. So. Das ist der erste wirklich knappe Kampf. Aber ich denke, ich werde das, wenn ich keine großen Fehler mache, schon noch gewinnen. Das sollte kein... schwer. Okay, jetzt wird's risky. Das war gut für mich. Nochmal Schwert. Nochmal Schwert. Das hat gehittet! Wie? Was zur Hölle? Ich will jetzt echt mal gerne wissen, wie mich der Angriff getroffen hat. Ich werde bestimmt auch noch ein Video machen, in dem ich mal irgendwie ein Turnier von denen oder so mache, wenn die alle richtig hoch sind. Übrigens, hier unten der Fernseher ist leider ein bisschen abgehackt, deswegen sieht man da das Level sowas nicht. Wen könnte ich noch nehmen? Ach komm, ich habe gerade Bock, haushoch gefreestockt zu werden. Ich meine, an sich ja, ich kann... durch seine schlechte Recovery vielleicht ein bisschen was. Oh, geilste Map. Ich kann mit seiner schlechten Recovery einiges für mich rausholen. Das Problem ist nur, dass ich gegen den Typen One-Hit bin. Oder vielleicht nicht ganz One-Hit, aber auf jeden Fall ziemlich geopfert. Okay, ein Hit habe ich kassiert. Ich habe ihn ziemlich gut unter Kontrolle gehabt. Die Sache ist halt die, dadurch, dass er auch so ein wenig Knockback kriegt, ist er ein leichtes Combo-Opfer. Vor allem für sowas. Mann, das hat nicht gereicht. Ich hatte Hoffnung. Und ich habe tatsächlich einige Prozente genommen, ohne rauszufliegen. Kannst du mal aufhören zu tanken? Was, da kann er sich immer noch vorrennen? Ja, Perfect Shield! Als ob ich den Punish gemisst habe. Und das war auch sehr toll. Aber ich hab ihn, ich liege vorne. Und das sogar in nicht unbedeutenden Ausmaßen. Ich muss sagen, ich war mir echt ziemlich sicher, dass der Typ mich hier einfach locker in ein paar Sekunden 3-0 weghaut.
Aber auch noch nicht übermütig werden, gewonnen ist noch nichts. Vor allem bei dem Damage, den der Typ dealt. Und mit Pummeluff und Shield Break ist halt auch immer so eine Sache. Nein, er kann sich retten. Würde er mich einmal gut treffen, wäre ich auf jeden Fall raus. Alter, das ist eine knappe Kiste. Boah, da ist er raus. Pummelo, der Kampf war krass. Ich würde sagen, noch ein, zwei Kämpfe gegen den guten Browser. Obwohl, nee, für Browser reicht's für heute. Der hatte genug Auftritte, nenn ich's mal. Wir haben ja auch nicht unendlich Zeit, sag ich mal. Machen wir weiter mit 1 Echse. Ehrlich gesagt, gerade selber keine Ahnung vom Level. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ich glaube im 30er Bereich. Ja, 35. Also wirklich nicht weit unter dem, was Browser hatte. Ich glaube, den Yoshi habe ich vor allem stark auf Defense geskillt. Und ich hoffe, er lernt nicht von meinem Yoshi. Ja, Leute, ich spiele Bowser. Das sieht man. Ich spiele mit Bowser immer so. Digga, ich bin Bowser. Wie kannst du mehr Schaden machen? Du bist Yoshi. Der freaking Yoshi outdamaged mich. Die größte Frage werde ich vielleicht gleich mal beantworten. Stimmt, ich hätte das vielleicht auch machen sollen, dass ich dann auch mit den... Weil außer einem Amiibo spiele ich die Charaktere auch selber gerne. Bei denen hätte ich dann vielleicht auch ein Mirror-Matchup machen sollen. Also bei meinem Stärksten werde ich das auf jeden Fall machen. Und er wird mich zerstören. Wo wir gerade von Zerstörung reden. Die ist hier gerade auch maßgeblich am Start. Ja, den Kampf habe ich verloren. Das wird 1 Echse nicht mehr throwen. Schöner Sidekick. Komm nur. Also, jetzt wäre die perfekte Zeit für ein Comeback, Bowser. Nicht? Okay. Sehr gut gecallt! Oh Gott! Der Typ! Jetzt kommt mal Gendorf rein. Und dann sehen wir, ob du mich immer noch outdamagen kannst. Und warum glaube ich, das kann er? So kleine Combo-Charaktere als Amiibus, dann halt auch noch gruseliger als so ein Bowser. Den kann man ja wenigstens mit sowas wie Pummeluff gerade eben gut hitten. Großer Fehler. 22 Damage, er kriegt ein Level. Er lernt von... Mal im Ernst, die Amiibo kommen nicht auf Gendorf auf Schlachtfeld klar. Seht ihr das? Die checken's nicht. Die checken den einfach nicht. Die gehen immer auf diese Plattformen. Okay, und Bowser hittet dann noch manchmal durch. Das war nichts. Siehst du mein Schwert? Vor dem musst du mal mehr aufpassen. Alter, wenn der mir ein Schild jetzt auch noch mit einem Hit gebreakt hätte. Dann wäre ich aber komplett weg gewesen. Übrigens habe ich das Gefühl, der Damage ist relativ gleich. Was trotzdem Angst macht, wenn man bedenkt, was für Kombos einem Yoshi geben kann.
Okay, der Kampf beginnt trotzdem besser als der letzte. Nein! Okay, Yoshi hat rausgefunden, was er machen muss. Das war's. Das war's, Leute. Das war's. Das war's dann mal wieder komplett. Das war's dann mal wieder komplett. Okay, also wir sind jetzt in der Evenstock-Situation. Das Problem ist, mein Gegner ist ein Yoshi-Amiibo. Mit fucking viel Damage drauf. Und das zeigt er mir auch. Nein! Ich krieg Yoshi nicht kaputt! Hilfe! Will ich den wirklich hochleveln? Hilfe! Was soll ich machen? Mal im Ernst, wen könnte ich nehmen, den ich kann? Also, K.Rool will ich mal nicht nehmen, auch wenn ich denke, mit dem hätte ich eine Chance. Wenn ich nochmal verliere, nehme ich den, aber um zu sehen, wie groß meine Chance wirklich ist. Jetzt werde ich fertig gemacht. Das gewinne ich auf keinen Fall. Mein Yoshi ist zwar ziemlich gut, denke ich mal. Aber auf jeden Fall kein Match für einen Amiibo mit derartigen Werten. Der frühstückt mich zum Mittagessen, der Typ. Und ja, das war ein sehr typisch. Alter, wenn er das nicht überlebt hätte. Also, ich sehe im Moment nicht so chancenlos aus, wie ich erwartet hatte. Heißt aber auch noch lange nicht, dass ich gewinne oder so. Jawohl, ich hab ihn. Uff. Okay, jetzt Fokus, Leute. Er kann mein Shield nicht one-hitten. Aber auf Meteor-Kills brauche ich, glaube ich, gar nicht gehen. Dazu gebe ich ihm viel zu wenig Knockback. Nein, warum war sein Hit schneller? Vor allem, das ist wieder typisch für mich selber. Ich sag, auf Meteor-Kills brauche ich gar nicht gehen. Eine halbe Sekunde später gehe ich auf Meteor-Kill. Das war nicht gut für mich. Wir haben beide Male gegenseitig gehittet. Und aufgrund leichter Werteunterschiede. Nein! Aufgrund unserer dezenten Werteunterschiede ist das für ihn eine deutliche Vorteilssituation, wenn wir Hits traden. Übrigens habe ich das Gefühl, dieser Yoshi hat deutlich zu viele Up-Smashs drauf. Also dem wurde beigebracht, nur zu upsmashen oder so. Nein! Hat er mich gerade getauntet? Der Amiibo hat mich gerade getauntet!
Junge, wenn ich jetzt verliere, das wird mich so frustrieren. Nein! Mann! Als ob! Wie hat der mich gehittet? Ich hab doch gerade einen Side-Dodge gemacht! Als ob! Ich hätte fast mit Yoshi gegen ihn gewonnen! So, jetzt kommt der letzte Kampf gegen 1 Echse für heute und mit K.Rool. Habe ich mit meinem Main eine Chance? Ich habe bisher jeden Kampf gegen 1 Echse heute verloren. Und der Yoshi-Kampf frustriert mich. Als ob. Digga. Tot. Doch mich ja nicht gepunished. Du kannst auch nicht alles mit Upsmash punishen, Yoshi übrigens. Oh, damit aber. Komm, ersten Stock ziehen wäre schon mal richtig wichtig. Ja, genau so, genau so. Das ist... Jawohl, Hits. Umso mehr Hits, umso schmackhafter. Ich meinte jetzt meine Hits. Es ist so lame! Ich bin K.Rool, drück ihm 27 Hits, er ist Yoshi! Und er hittet mich zweimal und wir haben einen Gleichstand. Als ob er lebt! Als ob er frickin' lebt. Du hässlicher... Du hässlicher kleiner... Der hat mich jetzt nicht getötet. Oh Gott, es ist wieder Even! Moment! Halt. Der hat mir damit gerade nicht wirklich 61 Schaden gemacht, oder? Lass dich doch nicht, oh, ich verliere schon wieder! Wie kann dieser Yoshi jeden meiner Mains raushauen? Was zur Hölle? Der ist auf Level 39 und ich krieg ihn nicht weg. In irgendeinem anderen Video krieg ich meine Rache, aber jetzt muss erstmal auch 1 Echse gehen, damit der nächste reinkommt. Kugli. Und wenn der mich jetzt genauso zerstört, dann verfalle ich in Depression. Hier beginne ich direkt ohne Gnade. Diesmal. Nein. Der ist erst Level 28, also komm. Habt ihr das gesehen? Meine Side A hat 0,7% mehr gemacht als seine. Der spielt wie ich! Wie? Digga, seht ihr den? Ich will meine Amiibos nicht bis zum Ende trainieren. Wenn die mich jetzt schon auseinandernehmen. Oh, das war aber schön. Der Typ ist nicht mal Level 30. Und habt ihr gesehen, was der gerade im First Stock mit mir gemacht hat? Der hat mich lebendig paniert. Oh.
Okay, aber jetzt im Second Stock hat er dafür... Der hat mich im ersten Leben zerstört, aber jetzt hat er nichts mehr zu sagen. Okay, das war ein bisschen naiv. Oh, ich krieg gerade aber auch die nicen Hits raus. Ein guter Hit und das wär's gewesen. Und der kann hier... Okay. Ich muss mal die Tür kurz zumachen. Okay. Also ich muss sagen, nach diesem First Stock hatte ich so eine Angst, wenn ich jetzt ernsthaft mit Ganondorf gegen ein Level 28er Kirby gescheitert wäre. Gott, ich hätte nicht mehr auf die Straße gehen können. Jeder, der mich kennt, hätte mich ausgelacht. Pikachu kommt sehr auf meine Tagesform an, wie ihr wisst. Deswegen habe ich ihn bisher auch nicht genutzt. Kugli ist immerhin noch schwach. Ich werde den auch gegen den Level 1er dann mal benutzen. Das weiß ich jetzt schon. Oh, sehr schön. Nein. Stop it. Stop it. Warum bin ich da jetzt eigentlich einfach drin geblieben? So, langsam wäre es gut, ihn mal rauszuholen. Genau. Pikachu scheint gerade nicht schlecht zu sein. Er wird den Kampf hoffentlich holen. Er hat ja eigentlich erwartet, dass er noch keine Amiibo-Halter bekommt, sie funktionieren. Ich. Da liegen alle Amiibo drauf, für die, die es nicht wissen. Den Hocker kennt man aus meinen ganz alten Videos, als man immer in dem Gameplay Reflexionen gesehen hat, wie ich irgendeine behinderte Struktur aufgestellt habe auf dem Hocker. Die Struktur, die ich seitdem ich das nicht mehr habe, ist übrigens noch behinderter und steht nur nicht auf dem Hocker. Und filmt den Fernseher und nicht das Gamepad. So. Warum hilfst du denn nicht das Gamepad während du Switch spielst? Das wäre doch eine geniale Idee. Haha. Okay, das war jetzt scheiße. Ich muss mich eben, wenn ich gegen Amiibo kämpfe, auch auf den Kampf konzentrieren. Sonst kommt sowas bei raus. Ich dachte, dass der Weg gegen Amiibo ist relativ unmöglich, als ich zu hoch gelevelt sind. Der ist erst auf 30. Na, also, danke. Mann, danke! Ich hab extra nicht gesagt, was für Amiibo ich hab, du Idiot! Kann ich mir gut vorstellen, dass du das irgendwann erwähnt hast. Ich hab nie gesagt, dass mein K-Rool Amiibo der brokenste ist und schon gar nicht in diesem Video. Und du kennst meine Community. Wenn hier irgendwer zuguckt, dann hat er nicht gerade, wenn das in irgendeiner random Folge Smash Ultimate war, die auch gesehen. Ich hab extra nicht gesagt, was für Amiibo ich hier rumfliegen habe. Und ich darf diesen Kampf ja wohl nicht mehr verlieren. Und werde ich auch nicht. So. Dann würde ich sagen, es ist jetzt Zeit für das, was gerade bei Yoshi so frustrierend war. Das Mirror Matchup. So. Jetzt mal im Ernst, ich hab eh keinen Bock, meinen Yoshi hochzutrainieren. Ich hab gerade auf Level 39 schon nicht gegen den gewinnen können. Also, an sich denk ich mir immer, mein Kirby ist nicht wirklich gut. Aber zum Beispiel, als ich dann online Kirby-Dittos hab, die hab ich immer gewonnen. Heißt nicht, dass ich gegen diesen Amiibo jetzt auch gewinnen werde. Das heißt nicht, dass ich gegen diesen Amiibo jetzt... Ja! Die Angriffskraft ist ja gar nicht unterschiedlich, ach so. Übrigens darf ich mal anmerken, dass es mich dezent triggert, dass anscheinend allen meinen kleineren Combo-Charakteren irgendwer, der nicht ich war, beigebracht hat, gefühlt alle 2 Sekunden Up-Smash zu benutzen.
Ich benutze Upsmash nicht so oft. Mann, das wollte ich machen! Wahrscheinlich hätte ich jetzt auch mal gedacht, er benutzt Upsmash nicht so oft. Also im Video war die Weise, wie er das richtig nutzt. Genau, weil die Amiibo genau so funktionieren. Alter, gegen Yoshi war das ja spannend, aber das hier... Ich meine, verloren habe ich jetzt auch noch nicht, aber... Aber er macht denselben Fehler wie Yoshi! Der stellt sich nur auf die Plattform und hofft anscheinend irgendwie, dass ich ihn nicht treffe. Ich rechne nicht damit, dass der Typ meinen Shield one-hitten könnte. Ich meine, das ist trotz allem nur ein Kirby. Hier, genau das, was der Yoshi immer gemacht hat. Ich hab das Gefühl, dieser Kirby ist im ersten Stock immer Jesus und danach lässt er nach. Das hatten wir bei Ganondorf ja schon. Hallo? Ich dachte schon, der macht nichts mehr. Keinen Upsmash! Mann, das darf nur ich machen! Der spielt echt wie ich in einigen Bereichen. Nur, dass ich nicht so oft Upsmash benutze. Jetzt aufpassen, er hat die magischen Prozente. Tja, okay, gewonnen. Die magischen Prozente waren in der Form magisch, dass er tot war. So, Kirby Mirror Matchup gewonnen. Wenn ich auf die Zeit gucke, war es das aber leider auch schon wieder für Kirby heute. Ich werde all die Amiibo auf jeden Fall noch weiter trainieren, aber Kirby ist für heute durch. Jetzt kommen wir zu dem einen Amiibo, gegen den ich... ich habe sogar zwei, gegen die ich kein Mirror Matchup machen würde. Wir kommen mal zum Level 1er. Der Klempner Mario. Sieht man jetzt nicht, aber der ist wirklich auf Level 1. Dann nehme ich jetzt auch mal einen Charakter, den ich nicht so gut kann zum Anfang, weil sonst komme ich heute nicht dazu zu spielen. Also stimmt, ich habe den Geister gedrückt, die erhöhen ja auch das Level. Das heißt, er ist Level 10. Ich habe ehrlich gesagt, ich kann schlecht einschätzen, wie gut mein Luigi wirklich ist. Vor allem, wenn der Gegner nichts macht. Seht ihr? Der hatte gerade die Situation, in der jeder Spieler online mich in die Hölle gepunished hätte. Und was macht der Amiibo? Oh, hi. Ich mach mal gar nichts. Mein Luigi ist halt actually auch nicht so gut. Merkt man vielleicht. Ich bin jetzt nicht gerade der Typ, der am Anfang direkt seine Grab-Kombos raushaut und den Gegner dann auf 0% tötet. Auch wenn das schon ganz nice war. Übrigens will ich mal wieder anmerken, was für eine Hitbox bitte Luigis Upsmash hat. So. Die Attacke habe ich übrigens verstärkt mit Geistern, die Abi. Ich will jetzt diesen Disrespect. Komm her und lass dich disrespecten. Das war kein Disrespect, Missfire. Ich hab's gecallt! Ich nutz einmal im Kampf die Attacke! Chance auf ein Missfire, 1:10. Und ich baller ihm das Missfire so ins Gesicht! Das war schon nice. Dann gehe ich mal weiter mit anderen Charakteren. Oh, falscher Skin, aber egal.
Ness kann ich eigentlich ein bisschen besser, aber habe ich bisher trotzdem nicht genutzt. Und gegen diesen Mario wird es auf jeden Fall reichen. Ich bin jetzt auch nicht gerade der Ness-Main mit seinen kranken Kombos, die die da auf ihren Turnieren immer haben. Also, aber... Okay, jetzt reicht's. Was zur Hölle? Alles, was der Typ gemacht hat, war sich selber vom Runterfallen retten. Und damit bringt er mich auf ziemlich 0% um. War das überhaupt nur ziemlich 0% oder waren das 0%? Schade, hätte die Back Air besser gelandet, wäre vielleicht tot. Digga, was? Habt ihr das freaking Knockback gesehen? Aber glaubt ja nicht, dass ich gegen den jetzt verlieren werde. Das war sehr guter Einsatz der Attacke. Digga, was ist los mit den Amiibo? Die taunten! Warum spiele ich Ness? Das war der schlechteste Ness-Play, den ich je gesehen habe, aber gleich wieder aufgeholt. Siehst du, Mario, ich kann so scheiße spielen, wie ich will. Gegen dich wird's schon reichen. Jetzt mal im Ernst, wenn ich gegen den verloren hätte, hätte ich auch hier mal alles in Frage gestellt, was ich in diesem Spiel mache. Ich meine, es war lächerlich genug, wie sehr der mir auf die Schnauze gegeben hat. Und man merkt, dass Ness bei mir tagesformabhängig ist und heute nicht der beste Tag für ihn war. Ich werde diesen Mario jetzt aber auch nicht so lange hochtrainieren. Ich will auch noch die restlichen drei dann mal zeigen. Nur eine Frage, hatte ich am Anfang eigentlich gesagt, ich habe 6 Amiibo. Kann ich nicht zählen, das sind 7. Achtung Mario! Der Kampf beginnt zumindest ein gutes Stück besser. Mann! Das war nicht so gut von ihm. Wisst ihr, auf was ich gerade Bock habe? Das war scheiße. Jetzt bleib doch mal stehen. Danke. Die Attacke macht normal halt auch irgendwie 8-mal so viel Damage, aber das ist nun mal ein gepimpter Amiibo. So, da ist er raus. Gegen Ridley scheint er nicht wirklich eine Chance zu haben. Hey. So sieht ein Feuerball aus. Ich hab ihn gesaved. Okay, doch nicht. Ja, okay. Das war jetzt nicht so berauschend. Mario wird auf jeden Fall noch höher trainiert und dann denke ich, wird der wirklich verdammt stark. Aber heute nicht mehr. Kommen wir zum nächsten. Wahrscheinlich von den Stats und allem her meinem schwächsten Amiibo. Der ist scheiße gebalanced, dieser Meta Knight, aber Meta Knight ist an sich halt ein krasser Charakter. Und der eine andere, den ich nicht spiele, neben Mario. Dr. Mario habe ich mal gespielt, aber... Der ist zumindest Level 28, das müsste dasselbe sein wie Kugelba. Und Kugli hat am Anfang meinen Kirby ganz schön zerstört, aber der war dann auch schon höher gelevelt. Meta Knight wird das nicht.
Übrigens nochmal zu dem Punkt, ich benutze eher selten Upsmash. Ich weiß, dass man das in diesem Video nicht bemerkt. Versuchst du da etwa mich zu F-smashen? Der rennt da jetzt ab doch rein. Ich will jetzt mal das machen, was dieser Kugli mit mir mehrfach gemacht hat. Mehrfachen... Ah, hi. Der von meiner Friendlist. So was ungefähr. Hi. Ich glaube, da hatte dieser Meta Knight gerade gar keinen Bock drauf. You know what? Kannst du mal von einem meiner Hämmer getroffen werden? Dann halt so! Okay, das muss mir jetzt jeder lassen. Das war geil. Das war definitiv hart geil. Ich hab ihn einfach dreimal gedrückt. Donkey Kong hatten wir heute noch nicht. Der darf auch mal. Ich glaube, das war auch der letzte Charakter, den ich spiele, den wir heute noch nicht hatten. Jedenfalls wird mir keiner mehr einfallen. Also. Mal gucken, eigentlich ist Donkey Kong einer meiner besseren Charaktere. Aber der Kampfbeginn hier wirkt nicht so, das weiß ich. Ich feiere Donkey Kong halt, weil er 4 Meteor-Smashes hat. Und da ist Batman raus. Alter, ich hab das Gefühl, ich kann heute wieder schlechter sprinten manchmal. Vor allem jetzt gerade mit Donkey Kong. Davor hatte ich eigentlich nicht wirklich Probleme. Und ich weiß, das klingt wie eine Ausrede. Das Problem ist, dass meine Joy-Cons manchmal echt da Probleme machen. Ah ja, übrigens, wie ihr hier seht, der hat einen Bonus, dass er Leben nach dem K.O. erzielen zurückkriegt. Und jetzt liegt er einfach wieder vorne, weil mein zweiter Jump nichts gemacht hat. Hat er gerade versucht, mir einen F-Smash zu drücken? Mir ist aber bewusst, wer hier gleich tot ist von uns beiden, ne? Und das bin nicht ich. Ich habe die magischen Prozente. Die musst du mir schon abnehmen, bevor du mich töten kannst. Und das musst du erstmal hinkriegen. Nein, er hat mich gehittet, die magischen Prozent. Die haben ihm auf jeden Fall einiges gedrückt. Ey! Du willst? Ach, falsch gemacht. Gott, Alter, ich spiele Donkey Kong regelmäßig und diese Flows kann ich immer noch nur halb. So muss der aussehen. Und nicht anders. Und wisst ihr was? Wegen der Zeit und weil ich noch ein, zwei Tries gegen meinen stärksten Amiibo, den jetzt leider Olaf schon gespoilert hat, machen will, war es das auch mit Batman. Und wir bleiben gleich bei Donkey Kong als Kämpfer. Auf beiden Seiten. Donkey Kong gegen Konkidong.
Level 30 ist der gute Konky Dong im Moment. Und wir werden ja mal sehen, was er gegen meinen Donkey Kong zu sagen hat. Scheiße, ich hab vergessen, dass ich dem eine Superrüstung gegeben hab! Und erhöhtes Shield-Breaking! Und ja, das ist größenwahnsinnig auf dem DK! Digga, endlich kriegt der mal Knockback! Digga, was habe ich mir denn dabei gedacht? Wie kann ich dem fucking DK Amiibo eine Superrüstung geben? Oh, er ist tot. Nein, ich wollte ihm den Hit drücken, weil ich eh gleich tot bin. Wer hat gesagt, dass er gleich tot ist? Ich. Und wer ist jetzt tot? Ich. Und wer ist gleich auch tot? Dieser DK Amiibo. Ich werde ihn dieses Mirror-Matchup nicht gewinnen lassen. Jetzt, wo ich die Superrüstung halt am Anfang habe, ich davon halt gleich richtig kassiert. Aber wenn man von der Superrüstung weiß übrigens... Gebt euch den, der macht schon wieder 80.000 Upsmashs! Hallo? Der steht neben mir und versucht einfach meinen Shieldbreak mit einem Upsmash. So, ich habe gesehen, dass die Aufnahme gerade abgebrochen ist, muss ich zusammenschneiden, aber das war erst vor 2 Sekunden oder so. Also wird das hier noch... Gott, war das schlecht. Ich glaube, da hat er schon Bock drauf gehabt auf diese Up-Airs. Habe ich dem gerade 5 davon gedrückt? Ja. Super Rüstungs Donkey Kong. Das Tolle ist, ich hätte jetzt gern irgendwie so einen Combo-Character gespielt. So ein Pummeluff oder. Ich werde jetzt ausgelöscht, Leute! Ich kann dem halt keine dicken Kombos drücken, wenn er hier einfach sein... Wenn der mit seiner Superrüstung reinböllert, dann bringt es mir auch nichts, dass er theoretisch ein leichtes Kombo-Opfer für mich wäre. Vor allem hat er jetzt offensichtlich andere Attacken als Upsmash gelernt. Sehr gut, er liegt schon beinahe vorne. Ich mach mal die Tür zu. Weil jetzt ist natürlich der beste Zeitpunkt zum Staubsaugen. Wirklich, die Superrüstung sorgt dafür, dass die Kombi nicht klappt. Die Upthrow... Alter, die Upthrow-Donnerblitz-Kombi funktioniert nicht. Wegen seiner Superrüstung. Und trotzdem hole ich den ersten Stock. Trotzdem habe ich ein sehr ungutes Gefühl gegen diesen Typen. Ja, wie sollte ich da noch ausweichen? Ich habe sofort den Side Dodge gedrückt. Nein! Okay, das war mies. Aber er hat mich nicht gepunished. Und sobald seine Superrüstung weniger wirkt, ist das meine Chance. Um sowas zu machen. Komm, ich kann den Kampf gewinnen. Ich sollte ihn vermutlich erstmal mit den Elektrokugeln an der Menschen. Okay, das ist sehr gut. Jetzt bin ich doch nicht tot.
Habt ihr gesehen, wie mein Meteorangriff ihn nicht gejuckt hat? Okay, das war's. Diesen Stock kriegt er nichts gerissen. Okay, jetzt bin ich tot, aber ich habe auf jeden Fall einen riesen Vorteil. Ein guter Hit ist sein Ende. Zum Beispiel dieser gute Hit. Somit hat auch Konkey Dong gezeigt, was er kann. Und es wird Zeit für mich, noch ein paar Minuten zu leiden. King K. Fett. Level 50 Ambo mit einem viel zu hohen Schadenswert. Er hat zumindest keine Superrüstung. Das ist ein Vorteil, den ich habe. Aber auch wirklich nur ein kleiner. Den Kampf hier muss ich noch versuchen zu gewinnen. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein anderes Video irgendwann zu den Amiibo. Wenn ich den Kampf gewinnen kann. Womit ich nicht rechnen will. Das Problem ist, an sich habe ich meistens, weil ich damit oft besser nicht gehittet wurde, mit Pikachu gegen den Typen gekämpft. Und ja, deswegen weiß ich gerade, habe ich das gar nicht so im Kopf gehabt. Sein Damage scheint nicht so schlimm zu sein, wie ich im Kopf hatte. Aber auf jeden Fall hat er gegen Pikachu mit seinem Rettungsangriff 70 machen können. Und das ist etwas arg extrem. Jawohl, ich lieg vorne. Das wäre so hart, wenn ich jetzt einfach... Jetzt mal im Ernst, ich habe wirklich, ich schwöre, 2,5 Stunden gebraucht, um den zum ersten Mal auf Level 50 zu besiegen. Und wenn ich den jetzt instant nochmal besiege, vor allem mit K-Rool habe ich es noch nie geschafft, nur mit Ganondorf. Mann, der macht nie seinen zweiten Sprung. Der weiß, dass ich ihn dafür hart punishen würde. Aber was ist los, hä? Ich schwöre, das glaubt mir jetzt keiner, dass der eigentlich broken ist. Okay, das war mies. Das glaubt mir keiner jetzt. Oh. Jetzt beginnt er ein bisschen härtere Geschütze auszufahren. Ja, jetzt beginnt er langsam normal zu kämpfen. Aber trotzdem habe ich noch... Warum war sein Hit schneller? Ey, das ist die Sache. Nein, ich habe doch... Ich habe einen Konter gedrückt und nicht die Down, ey. Nein! Hier, das ist auch unfair. Habt ihr das gesehen? Wir haben gegenseitig die Kanonenkugeln geschossen. Seine ist einfach durch meine durchgegangen. Aber es ist gerade verdammt spannend. Oh Gott. Ich bin gerade so nervös. Ein guter Hit und er hat mich. Ja! Als ob ich ihn bekommen habe. Boah, das war am Anfang unerwartet, einfach danach wurde es etwa wie erwartet. Dann, das war's mit dem heutigen Video. Wenn ihr mehr Amiibo Gameplay sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr es noch nicht habt. Wir sehen uns. Ciao.